Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Death Note Podcasts. Quatsch, des Nerdship Podcasts. Thema ist Death Note. Und jetzt wird gespoilert. Jetzt spoilern wir wie die Schweine. Sind immer noch alle da, die im ersten Teil dabei waren. Falls ihr den gehört habt. Michael! Und Stefan! Und Pearl! Wo waren wir? Ach so, genau, bei der Einführung von Superdetektiv Conan. L. Ja, wir. Michael isst irgendwelche Müll, reiht seinen Finger über den Tisch und lutscht ihn ab. Ja, weil er an L denkt, wo wir beim Thema wären. Da ist Zucker auf dem Tisch. Ja, wo wir auch beim Thema L wären. Ja, weil der mag Zucker. Ja, und ich mag auch also, Zucker. Es ist L. So, die Polizei hat gemerkt, aha, da ist der Typ, der scheinbar irgendwie Leute umbringen kann, wir müssen was machen. Und die schalten halt den krassesten, besten Detektiv der Welt ein, Batman. Aber der hatte keine Zeit, darum nehmen sie L. Deswegen nehmen sie L, genau. Das Lustige ist ja, der hat ja mehrere Identitäten, also praktisch die besten drei Detektive der Welt ist eigentlich ein und dieselbe Person. Das weiß aber halt keiner. Und deswegen ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass er auch Batman ist. Das stimmt, ja. Vielleicht es wird nichts Widersprüchliches im Comic gesagt. Genau, er hat auch noch einen Butler. Genau, also ja, Batari. Ja, Batari ist ja eigentlich mehr so sein Chef. Ja, sein Mitarbeiter. Ich finde schon, dass das sehr Alfred Bruce Wayne-mäßig ist. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist für den dritten Teil. Also, weil das muss ich mal ganz kurz nochmal ansprechen. Also, wir hatten ja in dem ersten Podcast zu dem Thema schon das angesprochen, dass ja Death Note wirklich in diese zwei großen Teile aufgeteilt werden kann, nämlich diesen ganzen L-Kram, beziehungsweise der L-Kram, der geht durch das ganz komplette Ding durch. Das geht bis Teil 12, geht der L-Kram. Aber es gibt halt am Ende von Band 7 so einen natürlichen ersten großen Cut, wo du sagen kannst, okay, jetzt kann ich auch aufhören mit der Reihe, weil ab jetzt irgendwie so gefühlt was anderes nochmal passiert. Nochmal halt ein großes neues Fass aufgemacht wird. Und statistisch gesehen haben unheimlich viele Leute aufgehört nach Band 7. Hm. Was man ja auch irgendwo verstehen kann. Ich habe da auch persönlich eine größere Pause eingelegt. Ja, ich hatte auch eine größere Pause. Ich habe es aber weitergelesen irgendwann mal, aber das waren viele Jahre dazwischen. Je nachdem, wenn man sagen würde, das ist die Geschichte von L oder das ist die Geschichte von Light, kann man ja dann auch nach Band 7 aufhören. Ja, nee, eigentlich ja auch nicht. Es ist ja auch weiterhin die Geschichte von L. Das wird ja auch relativ smart an manchen Stellen gelöst. Wir gehen jetzt schon so ein bisschen in die Richtung rein, was so mit diesem L passiert. Ihr könnt jetzt auch einfach sagen, der stirbt. Der L stirbt dann. Oh, was? Also im Prinzip ist der erste große Teil der Geschichte, wer besiegt wen? Kann L eher auflösen, wer dieser Kira ist, der die ganzen Leute umbringt? Oder kann halt Light Yagami, a.k.a. Kira, diesen Super-Ermittler aufhalten? Und beide starten ja auf dem Level, die kennen den anderen nicht. Alles, was zwischen denen steht, sind halt Medien und Anonymität und so weiter. Und trotzdem können die irgendwann diese Barriere einreißen und sich näher kommen. So nah, wie es Michael schon gesagt hat, dass die sogar aneinander gekettet sind. Was halt auch interessant ist, wie so ein Schritt zum nächsten kommt, wie die dann halt wirklich am Ende an Ketten aneinander gefesselt enden. Mhm. Aber der zweite Teil geht ja trotzdem in einer gewissen Art und Weise um L, aber ich würde das trotzdem jetzt noch nicht in diesen Teil mit so reinnehmen, weil ja so viele das nicht gelesen haben. Und vielleicht können wir ja jetzt mit dem zweiten Death Note Podcast die Leute, die vielleicht da wirklich auch aufgehört haben nach L's Tod, doch nochmal begeistern, dass sie dann halt diesen zweiten großen Arc sich nochmal angucken. Und ich glaube, deswegen sollten wir den Teil noch nicht so spoilern. Innerhalb dieser ersten 7 Bände können wir jetzt einfach raushauen, was uns einfällt. Also, wie wird L eingeführt? Die Polizei. Ich habe jetzt schon zum 5. Mal diesen Satz. Der bescheuerten Polizei, die so dumm ist, den Welt. Pass doch mal. Das ist der Memento. Wir machen erstmal eine Fernsehübertragung. Naja, also, L kommt halt dann dazu. Der schaltet sich dann halt ein in das super Special Polizei Hauptquartier.
beziehungsweise es läuft dann über Japan, weil da halt die meisten oder bis dahin alle sterben, glaube ich. Und da hat ja L schon den ersten Anhaltspunkt. Scheinbar kommt der Kira aus Japan, weil da halt einfach bis jetzt die meisten diese verrückten Japaner gestorben sind. Ja, das war typisch, dass sie das machen. Und dann ist es halt wirklich so. Kurz zum Einwurf, war L eigentlich auch selber Japaner? Zu einem Viertel. Zu einem Viertel. L ist zu einem Viertel Japaner, zu einem Viertel Engländer, noch zwei. Ein Viertel Australien, ein Viertel Klingone. Franzose, so glaube ich, noch zu einem Viertel und noch zu einem weiteren Viertel. Deswegen stirbt er auch, weil er Franzose ist. Das Franzosengehen, das hat ihn weich gemacht. Ja. Und naja, es gibt diese Fernsehübertragung, wo halt so ein Typ ist, der sagt, hallo, ich bin's, L. Ich bin der Superdetektiv und ich werde Kira fangen. Und aber die ist mein Let's Play schon. Da begeht gleich Yagami den einen und alles entscheidenden größten Fehler, den er überhaupt begehen konnte, weil er nämlich, dass er eigentlich seine einzige Charakterschwäche ist, sehr überheblich ist und sich für den Allerschlausten hält. Und in dem Moment noch sehr impulsiv, weil er noch am Anfang seiner Kira-Karriere steht. Da hat er das noch nicht gelernt, dass er vorsichtig sein muss. Es steht halt der Name des... Lind L. Wood? Blumer? Egal. Steht halt mit dabei. Naja, und er schreibt den Namen auf. Der Typ stirbt. Und auf einmal kommt der echte L, beziehungsweise nur weil der Typ nur ein verurteilter Schwerverbrecher war, der die Möglichkeit hatte, hier, wenn ich dieses Fernsehinterview mache, überlebe. Diese Presseerklärung, dann kriege ich Strafminderung, na, dann mache ich das halt mal, aber... Leider stirbt er dann. Ja, die Fernsehübertragung war ja nicht überall in Japan live. Genau, nur in der Kansai-Region. Genau, das ist im Prinzip der erste große Twist, dass er das aber auch direkt sagt. Ja, pass auf, wir haben das nur hier und hier übertragen. Wir wissen jetzt, wo du bist. Ja, wir wissen, in welcher Region in Japan du dich aufhältst. Geoprofiling. Und haben im Prinzip von 7 Milliarden theoretischen Verdächtigen auf, keine Ahnung, vielleicht 100.000 oder 200.000 reduziert. Ja... bisschen weniger sogar nochmal. Also es ist halt wirklich, glaube ich, die Hauptinsel von Japan war es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt wohnen, aber es hat es schon deutlich eingeschränkt und dann kann er ja noch weitere Rückschlüsse ziehen. Davon ausgehend, es geht halt dann ganz davon schnell aus. Einen Schritt nach dem anderen innerhalb von wenigen Stunden auf einen ganz kleinen Rahmen runterbrechen. Das ist nämlich dann noch das andere Ding, dass er halt in seiner Ausprobierphase sozusagen halt diesen einen Typ umgebracht hat, der die Kinder entführt hat, das, was halt so ein totales Regionalding war, was diesen Kreis nochmal eingeschränkt hat, wo er herkommt. Also die konnten dann halt dann darauf schließen, dass er halt auch im Fernsehen gesehen hat und dann kann er zum Beispiel schon darauf schließen, aha, der hat halt keine übersinnliche Fähigkeit, sondern der muss sich seine Informationen eben auch durchs Fernsehen holen, offensichtlich. Sonst hätte er ihn ja schon vorher praktisch umbringen können. Und naja, so schafft er das halt wirklich durch einfaches Ermitteln, diese übernatürlichen Sache ziemlich genau auf die Schliche zu kommen. Wer es wahrscheinlich ist und wie er es irgendwie macht. Ich glaube, das ist sogar denen relativ schnell klar, dass das ein normaler Mensch ist, der nur so ein übernatürliches Mittel irgendwie zur Verfügung hat. Ja. Das ist aber halt auch ganz interessant, die machen sich da gar nicht so groß die Gedanken, was das ist, weil die denken, da können wir jetzt eh noch nichts mit anfangen, ja, genau. Aber wir können halt dieses Geoprofiling machen und den Typ, auch wenn er ganz offensichtlich übernatürliche Fähigkeiten hat, erstmal wie einen normalen Killer behandeln und das ist halt wirklich die große Schwäche. Light ist halt trotz übernatürlicher Waffe ein ganz normaler Killer irgendwo und L ist halt einfach am Anfang noch deutlich besser. Was halt auch interessant ist, das kann man da schon mal ansprechen, diese zwei großen Arcs, die es gibt, spielen beide innerhalb von ganz, ganz wenigen Wochen. Mhm. Also das sind der erste Arc, also der große L-Arc, also die Bände 1 bis 7 sozusagen, das spielt innerhalb von ein paar Monaten. Ne? Und das zweite Ding halt auch wieder nur ein paar Monate. Aber dazwischen ist ein Zeitsprung. Fünf Jahre, glaube ich sogar. Fünf Jahre Zeitsprung. Das ist ja so, dass Death Note ja wöchentlich in der Shonen Jump erschien und am Anfang ist das noch in der Zukunft. Das ging ja, wie gesagt, glaube ich 2000, 2001 los, spielt aber schon im Jahre 2004. Und dann haben die halt nochmal den Zeitsprung, um halt sozusagen wieder in die Zukunft vorzudringen, bevor halt der Manga wirklich die Zeit einholt. Und dann ärgern sich alle, dass es keine Hoverboards gibt.
Darum geht's in Death Note auch. Da kommt Marty McFly, rettet den Tag. Warum haben die es überhaupt in der Zukunft spielen lassen? Was war der Grund dafür? Gab's ich einen? Glaube, bei Death Note ist ganz viel Vorsicht redaktionell eingeflossen. Es gibt ja zum Beispiel auch noch so ein kleines Detail, dass es keine echten Namen gibt. Das sind alles so Namen, kommen auch viele Amerikaner drin vor zum Beispiel oder irgendwelche Italiener. Und die haben alle Namen, die klingen irgendwie so schlüssig, aber da ist immer irgendwas drin, dass zum Beispiel irgendwie ein Vokal fehlt oder irgendwo ist ein was sich unnatürlich dann noch einfügt in den Namen, so teilweise nur von der Schreibweise her, dass du halt ausschießen kannst, dass es Leute in der echten Welt mit diesem Namen gibt. Ja. Weil die anscheinend auch schon befürchtet hatten, dass es sonst irgendwelche Probleme in der echten Welt gibt. Und die gab es bei Death Note mehr als genug. Da können wir irgendwann nochmal drauf eingehen. Es gab viele, ich sage jetzt mal, Trittbrettfahrer, die sich auch selber Death Notes gebastelt haben. Da kann ich mir vorstellen, das ist ja kleiner Sprung wieder zu den anderen Manga von dem Bakuman. Da wurde ja auch so eingebaut, dass diese Trittbrettfahrer Sachen aus dem Manga von den beiden Zeichnern im Bakuman übernehmen. Ja. Genau. Ja, da denke ich mal, das war dann halt ein bisschen Erfahrung von Death Note her mit reingeflossen. Genau, und einfach das Ding, dass man das halt nicht in der Gegenwart spielen lässt, aber trotzdem der Welt, die im Prinzip der Gegenwart entspricht, umgehst du halt schon, dass Leute auf die Idee kommen, ich könnte jetzt wirklich auf die Suche nach diesem Typ gehen und den umbringen, damit mein Schatz Light gerettet wird. Man muss ja immer vom dümmsten Leser ausgehen. Und das ist ja schon sehr anspruchsvoll. Der Logik nach hätten sie es eigentlich in der Vergangenheit spielen lassen müssen, dann hätte keiner mehr was machen können. Ja, aber dann kannst du ja davon ausgehen, dass du gespoilert wirst. Ja. Weil du ja in der aktuellen Welt. Ach, scheiß drauf. Du wisst schon. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Und das floss da wirklich sehr viel mit ein. Ja. Und ja, die haben halt, wie gesagt, diese komischen Fantasienamen. Bei den japanischen Namen merkst du es nicht so. Und wir hatten gerade einen Gast am Fenster, deswegen bin ich gerade ein bisschen raus. Sue wollte nicht klingeln, um uns so aus dem Konzept zu bringen und durch ihre Fensteraktion ist alles viel schlimmer geworden. Ich bin erschrocken gerade. So, ich weiß nicht mehr, was wir gerade waren eigentlich bei diesem ganzen Ermittlungsding und ich weiß nicht, normaler Killer. Dieser halt innerhalb Spitznamen, wollen wir den auch noch irgendwie erwähnen? Oder? Spitzname, was? Spitzname, den Leitling. Was? Ja, der wird halt Kira wie Killer genannt von den Medien, weil er halt ein Killer ist. Was ist der Name von den Medien? Ja. Okay. Die Medien haben halt auch nicht mehr Internetforen. Irgendwie ist es dann, das hat sich dann halt festgezeckt, der Name. Ja, also eigentlich Killer müsste man im Westlichen sagen, Kira, aber nach japanischer Schreibweise. Während L praktisch sehr gute Fortschritte macht, steigen viele der Polizisten aber aus, weil die Schiss haben, umgebracht werden zu können. Und so reduziert sich praktisch das Team, was Kira verfolgt, auf, weiß ich nicht, 5 oder 6 Leute letztendlich. Also L und sein Kumpel oder Butler oder Auftraggeber oder Chef oder was auch immer, Watari. Und dann halt den Polizei... Naja, es ist nicht der Polizeichef, es ist der Hauptkommissar ist er. Suichiro Yagami. Das nicht, ist der heißt. Papa von Light. Light. Und ach Gott, wer ist denn da noch mit bei? Matsuda ist einer, der wird später noch so ziemlich... Der wichtigste, denn Mogi gab's noch. Da war einfach so ein großer, muskulöser Typ bei ihm dabei. Das ist Mogi, den Mogi du war Mogi ist der kleinere Typ, da war einfach so ein kleiner Kerl. Da gab's so eine kleine U irgendwas. Ukio. Ja, also darum geht's ja auch nicht in die Typen. Es sind halt nur 6 Leute zum Schluss. Ich habe auch mal gelesen, das sollten am Anfang alles Wegwerfcharaktere sein und Opa war dann selbst überrascht, dass die alle noch größere Rollen bekommen. Am Opa wird sich wahrscheinlich mental auf diese Roadmovie-artige Geschichte eingespielt haben. Ja, und da fährt er dann immer mit dem Auto durch die Welt und bringt alle um. Und dann kam der Redakteur und so, ja, mach mal was jetzt mit der Ermittlungszentrale. Och nö. Ich möchte auch. Der letzte Softcake wird gerade an Hugi verfüttert. Michel steckt seine fettigen, klobigen, mit Hundekacke besprenkelten Hände in Hugis
Mund. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Hundekacke sauber ist. Ja. Ja. Okay. Weil Hygiene. Ich wollte jetzt praktisch wieder weiter beim Thema machen, aber jetzt habe ich. Ja, na gut, jedenfalls die Ermittlungszentrale tut sich dann zusammen. Die Leute wissen alle, ja, wir können jeden Moment sterben. Mhm. Und dann ist halt aber noch das Problem, dass ja nur, was für ein Zufall, what a twist, Leid Yagami, der Sohn des Vorsitzenden dieser Ermittlungszentrale ist. Und er dadurch halt immer so Insight hat. Der kann halt dann immer den Computer seines Papas hacken und weiß dann halt immer Bescheid. Genau. Und dadurch bekommt aber L auch wieder Informationen, nämlich, das sind Informationen, Scheinbar hat er Info. Die Kiru hat. Die kann er hat jemand haben, praktisch der irgendwann den Verdacht, hat. Einer der Polizisten oder einer aus dem sehr nahen Umfeld dieser Polizisten muss der sein. Und deswegen lässt er sie ja auch noch näher an sich ran, sozusagen, und bildet halt wirklich dieses Privatteam mit denen, auch um die aushorchen zu können. Genau, und das ist eigentlich am Anfang noch relativ witzig, weil du dann halt immer noch in so einem kleinen familiären Rahmen Leid dabei begleitest, wie er halt versucht, so diese in seiner Wohnung installierten Kameras auszutricksen. Der sagt halt, ey, ja, mach da mal überall Kameras. Was, Herr Sötze, du hast eine kleine Tochter? Oh. Auch ins Badezimmer. Bitte. Auch moralisch sehr fragwürdig für unsere Zuhörer. Kommt dadurch dann diese berühmte Kartoffelchips-Szene dann? Ja. Übrigens sehr gut im Anime umgesetzt. Warum? Im Anime habe ich nicht gesehen. Mit rechts schreibe ich weiter Gleichungen auf, während ich mit links Namen notiere. Nehme ich einen Kartoffelchip und esse ihn. Es gibt ja die Kartoffelchips. Also es ist so. Gibt's ja im Manga. Die L lässt praktisch bei all seinen Gefolgsleuten in den Häusern Kameras installieren und halt. Er hat halt auch da schon sehr den Verdacht, dass es Leid sein könnte. Weil das und halt und Leid kriegt das ja auch relativ schnell mit. Genau, und dann ist es halt so. Wie finden die das raus, dass die Kameras schon da sind? Merkt Ryuk das? Ryuk geht einen Deal ein. Nee, aber Leid? Leid, ja. Weiß. Ich glaube, da war irgendwas im Haus, das nicht stimmte. Dass da irgendeiner war oder sowas. War das so? Ja, stimmt, also. Das Sicherheitsmechanismus, was Leid installiert hatte, was nur er wusste. Und dann, da wusste ja jemand, war in meinem Zimmer und wahrscheinlich eventuell sind Kameras versteckt. Genau, sowas. Und Tryuk, und das ist einer der wenigen Momente, wo da mal ein Todesgott irgendwie in diesem ganzen Kampf zwischen die beiden Superdetektiven mit nach Kameras. Ja, such mal nach Kameras, kriegst du keinen Apfel. Scheiße. Ja, Todesgötter süchtig nach Äpfel sind. Und so hat er halt praktisch ohne irgendwas zu machen rausgefunden, wo die Kameras sind. Und dann gibt's halt es ist dann halt so dieses so, wer ist jetzt schlauer sozusagen? Was sind so Schlussfolgerungen? Hat dann halt so Sachen wie, er muss sich ein erotisches Magazin kaufen und es in seinem Zimmer lesen. Ich hätte eigentlich in der Stelle hätte er eigentlich kommen müssen, dass er sich einen runterholt, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, so ist es halt auch gemeint. Ich sehe es ja ganz witzig, da wo der Vater dann diese Magazine so, nein, mein Sohn liest deutsche Magazine. Ein erotisches Magazin? Ich dachte, er ist asexuell. Ja, ich habe das aber auch so interpretiert, dass praktisch in dem Moment, wo eigentlich die Kamera wegschaltet, der Keuler sich richtig ein. Am Ende ist das aber. Ich finde es auch noch geiler, weil er weiß, da gucken wir. Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist genau das eine Ding, wo er halt wirklich abpflaumen kann, weil er weiß, dass ein anderer Typ, der etwa intellektuell auf seinem Niveau ist, ihn durch die Kamera. Er muss sich das jetzt angucken. Der hat gar keine andere Wahl. Schlaues Abrollen. Siehst du mich, Elf? Siehst du mich? Ich spiele Skitra. In your face, Elf. Und das Ding ist aber, er muss halt hinbekommen, ich werde hier beobachtet, ich kann das Death Note jetzt nicht benutzen. Aber es müssen weiter Leute sterben, damit der Verdacht wieder von mir abfällt. Weil es müssen Leute sterben, während ganz offensichtlich ich nichts Besonderes mache. Außer mir einen zu kaufen. Und er kauft sich halt so einen kleinen Fernseher. Weil er halt auch, er kann nicht einfach nur sich die Namen von diesen ganzen Schwerverbrechern merken, sondern er muss praktisch etwas Tagesaktuelles, auf irgendetwas Tagesaktuelles eingehen.
Und er kauft sich diesen kleinen Fernseher, den er in eine Chips-Tüte versteckt. Und er lernt halt ganz viel, was ja normal für ihn ist, weil er halt so ein super Lernboy ist. Und er weiß zum Beispiel auch, dass keine Mikrofone im Raum sind. Es sind halt nur Kameras. Das, oder er guckt ohne Ton. Ich weiß es jetzt nicht so genau, was wie das war. Aber ja, die Namen werden eingeblendet auf den kleinen Fernseher von den Verbrechern. Von den Verbrechern werden eingeblendet. Er sieht die und dann kann er es halt unbemerkt... Weil er braucht ja nur so ein kleines Stück aus dem Death Note. Er hat einen winzig kleinen Bleistift in der Chips-Tüte und einen winzig kleinen Zettel aus dem Death Note. Das ist nämlich noch wichtig. Man kann nämlich auch Seiten rausreißen. Genau, und es funktioniert trotzdem. Und so schafft er das dann halt, gleichzeitig Leute umzubringen, während er offensichtlich nichts Besonderes tut. Macht sich aber auch trotzdem wieder verdächtig, weil er halt wieder Lokalscheiß im Prinzip. Also von dem eigentlichen Muster, das Kira immer fährt, halt nur große Verbrecher umzubringen, auf einmal wieder umschwenkt. Beziehungsweise er hat, glaube ich, darauf vorgebeugt, indem er das halt im Vorfeld auch immer schon mal wieder dann gemacht hat, um seinen Plan praktisch da in die Tat umzusetzen. Aber das ist halt das Ding, im Anime gibt es dann die Szene, es ist ja die ganze Zeit, er redet im Prinzip die ganze Zeit mit sich selbst, Kira, und er beschreibt halt praktisch diesen Plan, während er schon dann da am Schreibtisch sitzt, und dann kommt halt irgendwann die absolut hochdramatische Szene mit Musik unterlegt, Orgel spielen im Hintergrund und dann nehme ich den Chip und esse ihn. Der beißt halt ab, der Chipskrümel fliegen durch die Luft. Es funkelt Chor im Hintergrund. Seine Augen glühen. Okay, nee. Ja, eine eigentlich sehr langweilige Szene. Ja, so Szene. Das ist ja halt super Gag gewesen, wenn es halt so die ganze Musik und alles ist und dann Chips, lecker, geil. Ja, naja, und aber so ist es im Prinzip halt die meiste Zeit über, dass es halt immer einer, L überlegt sich einen Plan, Light überlegt sich den Gegenplan. Ist halt wie Tom und Jerry halt. Genau. Es ist ein Katz und Maus. Wird auch oft so zusammengefasst. Tom und Jerry mit Massenmördern. Ja, genau. Ja, und Tom und Jerry mit inneren Monologen. Das fand ich aber noch mit am schönsten, diese Anfangsseite. Gibt es noch mal sowas, das wird auch nie wieder so richtig mit eingeführt oder wird nicht noch mal weiterverfolgt, dass er halt in seiner Schublade so eine Falle einbaut, wo er halt sein Death Note drin aufbewahrt. Und er hatte halt einen Mechanismus entwickelt, dass nur er das öffnen kann. Wenn jemand anders das öffnet, dann wird irgendwas in Gang gesetzt und dann verbrennt das Death Note, damit die Beweise verschwinden. Jetzt ist die Schublade abgefeuert. Das sind so lauter solche kleinen Momente und das hat mir noch mit am besten gefallen. Das ist eigentlich so alles in den ersten beiden Bänden, kann man so sagen. Das ist halt alles am Anfang noch total greifbar, weil du hast halt wirklich so, okay, das sind so Sachen, die müsste man sich wirklich überlegen, wenn man das jetzt... Und ich finde, auch da haben die das noch ganz gut im Blick, was halt eine Rolle spielt. Und dann kommt aber der Punkt, wo die sich immer mehr annähern und wie gesagt, L hat immer diesen Light in Verdacht. Das geht relativ früh los. Der hat innerhalb von wenigen Stunden halt so eine Argumentationskette, die halt komplett nur für Light sprechen kann. Mhm. Und er lässt sich natürlich auch durch sowas wie diese Chips-Nummer nicht komplett davon abbringen. Sein Verdacht fällt ein bisschen von ihm ab, aber er hat ihn immer noch zum Großteil im Kopf. Und ist immer noch sein Hauptverdächtiger. Ist da noch was? Und dann kommt nämlich der große Move von L. Die haben Uni-Einführungsveranstaltung, Immatrikulationsfeier, L... sagt halt, ja, ich muss jetzt halt den nächsten Schritt gehen und schreibt sich auch mit an der Uni ein und Leit hat halt da gerade seine Feier und auf einmal taucht L hinter mir auf, ja, ich bin übrigens L. Da hättest du nicht mit gerechnet in dem Moment. Ja, hallo, hallo. Und ab da ist natürlich ein groß interessanter Punkt, du dich halt fragst, ja, das ist der neue Status Quo, die beiden kennen sich jetzt. Was macht jetzt Light aus der Information? Und natürlich fragt er sich erstmal, ist er wirklich er? Ist es nur jemand, der mich verarschen will? Und ich habe jetzt zumindest schon mal das Gesicht, wenn ich jetzt noch das Augenlicht des Todesgottes hätte. Aber nein, das ist ja meine spezielle Regel für mich selbst, dass ich das nicht mache. Und auf einmal wird halt aus der dieser abstrakten Ebene, dass sie immer nur raten können, was ist der Plan von dem anderen, dass auch noch, dass sie das auch noch praktisch schauspielerisch immer umsetzen müssen, dass sie sich nicht auf den Finger gucken lassen dürfen. Beide wissen ja genau. Und die werden halt irgendwie Freunde,
eigentlich. Aber eigentlich überhaupt nicht. Gespielte Freunde. Ja, das ist. Ja, das ist halt wirklich das perfide. L weiß eigentlich immer genau, ja, eigentlich ist das Leid. Leid ist dieser Kira, aber ich brauche Beweise. Und genauso weiß halt auch Kira, ja, L ist halt der Typ, den ich umbringen muss. Das ist mein Endziel, um normal weitermachen zu können. Und trotzdem, obwohl beide Bescheid wissen, ja, wir müssen so tun, als ob. Ja. Das ist interessant, das ist eine ganz neue Ebene. Aber für mich geht da halt auch viel verloren von diesem, ja, ich esse jetzt Chips und ich keule mir einen ab. Da kann ich eher mit connecten. Ja, und dann geht nämlich dieser neue große Teil los, das ist vielleicht so Band 3 sind wir da etwa, dass auf einmal Light auch mit in die Ermittlungszentrale einberufen wird. Genau. Und die arbeiten jetzt alle zusammen. Es ist halt so, dass Light halt auch sagt, ja, ich will aber auch Polizist, ich will auch da jetzt helfen, ich will den auch. Er lässt halt also total den Anti-Kira raushängen. Er sagt halt, ja, ich bin total dagegen und so weiter und so fort. Und lässt sich halt mit in die Ermittlungen einbinden. Irgendwas hatte ich jetzt einen Gedanken. Und was habe ich vergessen? Es kommt ja noch das FBI dazu, was auch nochmal so ein schönes. Ja, das kommt schon mal vorher. Das ist ja das, war ja das vor L. Da tut er nämlich so. So eine relativ früh abgewürgte Story. Ja, da war eine ganz coole, gute Szene mit dabei halt. Mit der FBI-Geschichte, mit der, wie hieß nochmal die eine Frau? Der Typ hieß Ray Pemper und die hieß Naomi. Genau, wo er sie dann halt später dazu bringt, sich selbst zu erhängen. Ja, ne, erhängen weiß man glaube ich nicht. Dort war erhängen, die dann nach Hause ging und sich aufhängen. Ja, genau. Damit so aussieht, als ob sie sich umgebracht hätte wegen ihrem Mann. Ja. Genau, weil der Mann gestorben ist und die soll sich selbst umbringen. Moment, redet ihr jetzt vom Anime? Ja, vom Manga. Das ist gleich im Manga. Ich dachte, im Manga war das so, dass er das irgendwie so geregelt hatte, dass sie Selbstmord begehen sollte, aber so, dass ihre Leiche sehr spät gefunden werden soll. Damit es nicht mit ihm in Verbindung gebracht wird. Genau. Er hatte ihn ganz schön in die Enge gedrängt, den Leuten. Ja. Ja, das fand ich auch total schade, weil das wirklich für einen Moment sehr spannend wirkte, was sich da aufbaut. Und dann war das echt in zwei Kapiteln abgeschlossen. Ja, hat's halt geschafft. Da haben später Opa selbst hat gesagt, dass er oder sie das halt ein bisschen falsch angegangen ist. Eigentlich sollte das ein viel längerer Arc werden mit der Naomi. Und er hatte aber dieser Naomi zu schnell zu viel Macht über Leid gegeben, sodass er halt, oder das Opa, ich sag jetzt einfach er, der Opa, ich weiß wie gesagt nicht, ob es Mann oder Frau ist, dass er gesagt hat, ach Mist, das ist eine Sackgasse, ich muss diesen Story-Arc sofort wieder abbrechen. Und dann kam halt L stattdessen gleich in dem größeren. Man kann ja einer Frau keine Macht geben. Genau, bei ihr kam nämlich dann noch so ein Spruch wie, ja, für eine Frau ist die ganz schön schlau. Das ist aber auch die einzige schlaue Frau in Death Note. Und dann merkt es einmal L, also das ist ein Typ, der anscheinend irgendwie mit der Hilfe von übernatürlichen Fähigkeiten Leute umbringen kann. Aber ich krieg gerade eine Einmeldung rein, eine schlaue Frau. Oh, neuer Fall. Auf zum Lorliettmobil. Namen voran. Ja, und dann kommen halt diese ganzen kleinen anderen Story-Arcs, zum Beispiel dann halt mit Kira Nummer 2. Das ist ja das erste große Ding, was danach kommt, nachdem halt... Die Sache mit, wo der Light dem L dann hilft, dem Verbrecher zu finden. Da war ja noch die Sache dabei, dass der Light sein komplettes... Das Death Note abgibt für die Zeit. Und das kommt erst viel später. Kommt das später? Erst kommt Kira 2. Das ist ja ganz wichtig für den ganzen Kram. Ich dachte, das käme vor. Nee, Stefan. Erst kommt dieser ganze Aufbau, dass Kira 2, wie wir dann später erfahren, kann man jetzt schon sagen, Misa Amane ist, ein japanisches Pop-Idol, was auch ein Death Note hat. Ja, die habe ich komplett vergessen. Und ja, das ist ja nur der dritte Hauptcharakter, kann man schon mal vergessen. Ja, die war aber so dumm und langweilig. Es ist halt nur eine Frau. So what? Finde ich auch relativ uninteressant. Was auch. Ist ja auch als Charakter. Und die weiß halt, dass es ja noch jemand gibt mit dem Notizbuch, der auch schon die ganzen Morde begeht, weil sie später ihrs bekommt und ihr ist mal was im Leben widerfahren, was sie halt zu einem übelsten Kira-Fan macht. Kira hat sich nämlich für sie stellvertretend an
einem Menschen gerecht. Nämlich dem Mörder ihrer Eltern. Dies nämlich Bruce Wayne, genau, so war das. So, und dann nimmt die mit ihm Kontakt auf. Und das finde ich auch wieder sehr interessant, wie die das halt hinbekommen, Kontakt miteinander aufzunehmen. Und die machen das halt mit so einem Death Note-Besitzer in Talk. So dass L das nicht mitbekommt, weil er immer noch nicht so richtig von den Death Notes weiß. Können sie halt, obwohl Light zu dem Zeitpunkt in der Ermittlungszentrale sitzt, während die Botschaften übers Fernsehen bekommen von Kira 2, kann halt nur Light die richtigen Schlüsse ziehen und so dann halt das Treffen mit Misa Amane ausmachen und die beiden können dann zusammenarbeiten. Und dann wird es nochmal komplizierter, weil du dann zwei Death Notes und zwei Todesgötter und zwei Kiras hast. Und dann, ja, dann kommt dieser ganze Group-Arc. Michel, fass doch mal kurz zusammen, was dann passiert. Oder sag mir was zu Misa Amane, der Bockbock. Also ich weiß nur, also keine Ahnung, das ist dann schon wieder wahrscheinlich zu weit in der Story. Also sie und Kira gehen dann auf jeden Fall noch eine Beziehung ein. Aber auch mehr so eine Fake-Beziehung von Lights Seite. Sie steht vor ihm, aber er ist halt eher so. Sie ist halt nur so eine Figur im Schachspiel. Mhm. Ja. Er benutzt sie dann auch und L vermutet dann auch irgendwann mal, dass Misa eigentlich Kira ist. So war das doch. Und ja, er kann relativ schnell da halt Sachen schlussfolgern. Er ist sich relativ schnell sicher, dass die wahrscheinlich Kira 2 ist. Die brechen in ihre Wohnung ein, merken, hier gibt es viele Indizien, dass sie Kira 2 ist, und dann nehmen die gefangen. Genau. So geht ja dann der Arc weiter und dann ist die, glaube ich, mehrere Wochen oder Monate so bondage-mäßig gefangen. Ja, diesen Hannibal Lecter. Und dann kommt immer Moki und oh nein. Hoppla. Läuft die Kamera noch? Aufnahmegerät. Flog jüngst um. Ja, das sind so laute Details, die fallen mir jetzt auch gerade spontan. Das ist schon ein bisschen. Du darfst übrigens nicht mehr auf den Tisch schauen, das wird auch bei der Aufnahme also gleich sein. Das sind halt auch so fragwürdige Momente. Also, wenn jemand gebondet wird, dann ist es halt das süße kleine Mädel in der Geschichte. Mhm. Auch sehr moralisch fragwürdig. Aber was ich gut fand, ist, dass sie sie überführen, indem sie halt wirklich mal so klassische Polizeiarbeit benutzen, weil sie halt einen Fehler macht und irgendwie Haare, glaube ich, sie finden Haarspuren an den Videokassetten, die sie an den diesen Sender geschickt haben. So. Ach, ich bräuchte die Polizeiarbeit. Langweilig. Ich will hübsche Boys, die sich einen abkeulen und Chips essen und schmischt keine Polizeiarbeit. Bin mir bei dem Story-Arc auch gar nicht mehr so sicher, aber war Misa Misa nicht oder Misa? Misa ist der Künstlername sozusagen. Sie ist doch diesen Pakt mit dem Todesgott eingegangen, um seine Augen zu bekommen. Ja, genau. Mhm. Genau, das ist auch ein wichtiger Teil dieser ganzen Wir-treffen-uns-Geschichte, weil sie bei anderen Death Note-Besitzern nicht den Todeszeitpunkt sehen kann. Mhm. Und sie lockt ja Kira 1 mit einer geheimen Intalk-Botschaft an einen gewissen Ort, was Light auch entschlüsseln kann. Sie ist auch dort zu dem Zeitpunkt, aber sie gibt sich ihm nicht zu erkennen, aber sie sieht dann halt diese ganzen Leute und einer davon hat halt nicht diese Todeszeit und da weiß sie, okay, das muss der Death Note-Besitzer sein, dann wartet die erstmal ab und später gibt sie sich ihm erst zu erkennen. Mhm. Also das wird natürlich auch richtig strategisch dann immer mit eingebaut und vor allem für Light ist sie halt wirklich dann ein Werkzeug von da, wo sie zusammenarbeiten, weil sie halt die Möglichkeit hätte, dadurch, dass sie einfach nur L anguckt, seinen Namen zu erkennen. Aber L kommt halt zuvor und das ist halt auch wieder irgendwie eine geile Szene, dass sie praktisch, sie stehen zu dritt rum. Mhm. Wie ist denn das dann nochmal? Kira denkt schon, na, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt hat er, sie hat ihn gesehen, alles klar. Sie müssen gehen auseinander und in der nächsten Szene ist Misa praktisch schon verhaftet. Ja. Mhm. So nach dem Motto, das war nahezu schon zu einfach und dann, dann kommen noch mal ein paar Doch Bände. Nicht. Und dann ist sie halt eingesperrt im Storyteller. Und dann kommt ja im Prinzip der nächste große Teil, der nächste große Plan, dass Light seinen Death Note aufgibt, beziehungsweise zeitweise aufgibt und damit ja auch die Erinnerung verliert. Und da kommt dann auch wieder ein interessanter Fakt zu tragen, dass er verliert die Erinnerung
und ist ab dem Zeitpunkt total Anti-Kira und will halt, will den halt fangen. Also nochmal zur Herleitung, er hat da schon gemerkt, okay, die haben mich in die Enge getrieben. Die haben meine Kollegin schon eingesperrt. Mich haben die eh schon seit mehreren Bänden auf dem Kieker. Die wissen eigentlich schon alle ziemlich genau, dass ich das bin. Und es, da gibt es aber diese Zusatzregelung beim Death Note, wenn man das Besitzrecht aufgibt, vergisst man alles. Er lässt sich einsperren. Und er hat noch diesen coolen Move, fand ich damals ziemlich geil von ihm, dass er sagt, ja, ich glaube, ich bin Kira. Aber wenn ich Kira bin, dann bin ich es eher unbewusst. Und ich habe aber langsam auch die Befürchtung, dass ich die ganzen Leute umbringe, weil ich Nachrichten gucke und mir wünschte, die wären tot. Hab ein schlechtes Gewissen, bitte sperrt mich ein. Und das war eigentlich das Coolste, was er machen konnte in der Situation, weil er dann nämlich genau dem Ermittlungsteam da wieder den Wind aus den Segeln nimmt. Und dann hat er halt mit Ryuk halt so ein, ja, so ein Codewort oder was das war und sagt dann Apfelsülze halt. Apfelsülze oder so. Ja, Apfelsülze, Zuckerbäcker lecker. und er ist dann halt wirklich in so einer kleinen Zelle in Gefangenschaft und nach ein paar Tagen sagt er dann das Codewort und ab da ist er halt sozusagen carte blanche. Er ist halt dann wirklich wieder der alte Leib, bevor er das Death Note gefunden hat. Dieser Superschüler, dieser Supergerechtigkeitsfanatiker und alles. Und das ist auch ganz cool zeichnerisch gelöst, weil dann seine Augen wieder größer und leuchtender werden. Der sah halt wirklich als Death Note-Besitzer ziemlich finster und arrogant schon immer aus. Und auf einmal hat er wieder diesen klaren Blick und ist dann aber echt noch, glaube ich, so ein, zwei Monate gefangen. Mhm. Genau, er hatte in dieser Zeit vorher noch einen extra Move hinterlegt. Er hat nämlich die gefälschte Death Note-Regel eingeführt, dass wenn man 13 Tage lang als Death Note-Besitzer niemanden umbringt, stirbt man selbst. Mhm. Ja, also sehr lange geht es in Death Note wirklich um diese gefälschte Regel. Das ist, glaube ich, tatsächlich erst im letzten oder vorletzten Band. Ja, ich gehe jetzt nicht genau drauf ein. Das Ding ist halt, sein Plan ist eben, Ryok soll das Death Note wieder mitnehmen und es jemandem anders geben und praktisch unter der Voraussetzung hier, du gibst das jetzt jemandem ab. Das ist übrigens auch wieder ein Punkt, wo halt die Todesgötter wichtig sind, weil die eben, der lässt es halt mit sich machen. Der könnte ihn ja auch einfach in dieser Zelle lassen und halt wieder abhauen. Aber er sagt halt, na okay, mal gucken, wie es weitergeht. Beziehungsweise nicht mit beziehungsweise es geht mit, halt um mit Rem, genau, der Todesgott von Nisa. Also der die Kollege ist ja halt, bei Ryok ist es halt einfach nur so, den ist das nur interessant, aber der schert sich jetzt nicht, ob wie es mit Light wirklich. Den ist das wie Fernsehgucken. Genau. Was und da passiert, für Rem ist es halt so, die mag Nisa halt und die will nicht, dass der was Schlimmes passiert. Ja. Und die hasst eigentlich Leid, weil die weiß, Leid nutzt mein liebe Misa nur als Waffe, als Werkzeug. Und der mag die gar nicht und die liebt ihn so sehr. Und sie geht da halt auf Leid zu und sagt halt, ja, okay, ich arbeite mit dir zusammen, wenn das letzten Endes Misa hilft, aus dem Gefängnis rauszukommen. Und es ist halt so, dass er sitzt im Knast und in der Zwischenzeit bringt sie das an, naja, diese Yotsuba-Gruppe oder wie? Ja, wie hieß Yotsuba, die Firmengruppe Yotsuba, ein großes Konglomerat an Firmen, was von 8 mächtigen Vorstandsmitgliedern. Big Five. Die Big Five of Aids. Die großen 8 Yotsuba-Mitglieder, genau. Und einer von denen bekommt das Death Note. Und das ist dann das erste Mal im Laufe der Geschichte, dass du auch als Leser miträtseln kannst, ja, wer von den 8 ist jetzt Death Note-Besitzer, du weißt aber schon relativ schnell, ja, einer von denen hat's halt jetzt. Und, der Deal ist halt, du kriegst dieses Death Note, kannst damit praktisch deine Wünsche dir erfüllen, aber du musst halt Kiras Arbeit weitermachen. Genau, und weiter, also in dem Leute Sinne wirtschaftliche Wünsche. Genau, und das Ding ist halt, ja, die Polizei merkt, okay, das Morden geht weiter. Wenn er wirklich Kira ist, dann macht er das wirklich ohne irgendwas machen zu können. Und letztendlich führt das ja alles darauf, es gibt dann halt, wie die Polizei halt irgendwann auch auf die Yotsuba Group kommt. Die lassen ihn, es gibt dann das. Es ist so, dass erstaunlich viele wirtschaftliche Konkurrenten von Yotsuba auf einmal sterben. Genau. Keine Verbrecher mehr, sondern wirklich irgendwelche Vorstandsmitglieder, irgendwelche wichtigen Leute aus der Wirtschaft.
aber die Yotsuba Group, die wird halt weitgehend verschont. Dann merkt der Yotsuba-Mensch, der das Death Note hat, zu spät, vielleicht sollte ich doch mal auch ein bisschen den Verdacht wieder streuen. Und dann fängt er an, auch innerhalb der Yotsuba Group ein paar Leute umzubringen, dann ist es schon zu spät. Das Ding ist aber, das passiert, als Light und Misa schon wieder draußen sind. Ja. Denn es gibt dann, naja, dieses Ding ist, also die haben ja wirklich dann beide das Gedächtnis verloren. Ja. Die selber wissen nichts mehr davon und für sie selber sind sie auch komplett unschuldig. Genau, und für Misa ist es halt so, dass sie immer noch wie vorher total in Light verliebt ist, aber sie glaubt halt ab da, dass sie sich einfach auf den ersten Blick in ihn verliebt hat. Weiß nicht, dass sie ja eigentlich sich in ihn verliebt hat. Sie sagt halt selber auch noch, weil er die Mörder ihrer Eltern umgebracht hat. Genau, sie sagt halt selber auch immer noch, Kira finde ich gut, ja. Aber Kira gebe ich nicht mehr so viel. Ich gebe lieber auch Kira. Mehr. Ja, genau. Naja, und dann kommt es halt irgendwann zu dem Move von L, dass sie sozusagen ein Laienspiel abhalten. Genau, es der Vater, ist ein englischsprachige Löwen. Laienspiel. Oh Gott. Der Vater von Light fährt sie halt im Auto rum und das Ding ist halt, der Vater sagt, ja, wir sind uns ziemlich sicher, dass ihr beide Kira 1 und 2 seid. Mhm. Und ich soll euch jetzt zu eurem Todesdingsbums bringen, aber weil ich dein Vater bin, denke ich, muss ich das selber machen. Mhm. Und ja, die denken halt wirklich, okay, scheiße, der Alte knallt uns jetzt ab, oder was? Ja, wir haben es kommen sehen. Familienliebe. Und die können aber halt nichts machen. Sie können halt einfach nichts machen. Und L hat sich halt alles angeguckt und meint dann halt, ja, okay, der echte Kira hätte in diesem Moment, wenn du wirklich Kira bist, dann hättest du jetzt auch deinen Vater umgebracht. Mhm. Weil einfach um dich, statt zu sterben, hättest du den Vater halt umgebracht. Und da ist halt erstmal vorläufig der Verdacht fallen gelassen, beziehungsweise er hat auch schon den Verdacht, okay, du bist wahrscheinlich doch mal Kira gewesen, aber jetzt aktuell bist du es nicht. Mhm. Naja, und dann hilft er halt wieder in der Polizeiarbeit mit und dann kommt ja auch das Fesselspiel. Kommt es dann? Ja, oder? Ja, dann sagt halt L, ja, ich denke immer noch irgendwie, dass du da Dreck am Stecken hast, deswegen kette ich dich jetzt an mich und falls du irgendwie nebenbei was versuchst, ich komme immer mit. Wenn du kacken gehst, wenn du wichsen gehst, wenn du deine Alte knallst, ich bin immer mit dabei. Und da ging, Micha hat das schon angedeutet, da ging halt wirklich in der ganzen Fan-Community echt was los. Du hast eine Zeit lang auf Animex und ähnlich gelagerten Manga-Anime-Fanseiten viele Monate oder Jahre lang extrem viel zu dem Thema gesehen. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich finde, das darf man halt auch da auf der Meta-Ebene nicht von der Hand weisen, was da Opa und Opa-Tag geschaffen haben mit dieser sexuellen Spannung zwischen den beiden Charakteren, die eh schon auch auf diversen Ebenen da war. Weil du halt ja wusstest, ja, Light ist halt mit Misa zusammen, aber nicht so richtig, selbst wo sie dann beide halt ihre Erinnerung verloren hatten an das Death Note, hast du halt gemerkt, ja, aber so richtig geil ist er jetzt auch nicht auf mir, auf Mädchen gebe ich mir nicht so viel. Da gibt's diese eine Szene, ich weiß nicht, ich hab die auch im Manga vor, aber im Anime kam die vor, wo die halt beide oben auf dem Dach vom Gebäude stehen, und regnet, beide klitschnass dann halt immer mit ihren Ketten an. Die kommt nicht im Manga vor. So, war halt im Anime, die beiden dann klitschnass wieder aus diesem Regen raus. Und dann siehst du halt L auf der Treppe sitzen und der Light ihm halt sanft die Füße mit dem Handtuch am Abtrocknen. Und halt dieses gedämpfte Licht scheint durch ein Oberlicht rein. Auf einmal zieht sich einer aus. Und dann holt L seinen Penis raus. Stefan, du hast doch, glaube ich, irgendeinen anderen Anime. Nee. Nee, aber das gibt's. Also ja. Im Anime, ich habe auch den Manga gelesen, aber da weiß ich nicht, ob es drin vorkommt. Ich glaube, Manga also, kam da nicht vor. Aber da kommt auf jeden Fall schon, das ist... Also, die haben schon einen gewissen Subtext eingebaut, aber so... Im Anime ist es weh, ist doch nicht. Also, es sah schon echt krass aus. Sollte ich doch nochmal den Anime gucken. Man kann natürlich auch sagen, no, das sind halt gute Freunde mittlerweile. Friends with Benefits. Da weiß Light ja auch nicht, dass er selber Kira ist. Und da sind die ja dann, also von Light-Seite... Naja, nicht so richtig. Also selbst in diesem Teil, wo die halt, wo Light nicht mehr weiß, dass er Kira ist, ist es halt immer schon so, na, eigentlich finde ich den ganz cool und so, weil er ist so schlau wie ich.
und so ein lustiger Kerl, der isst immer Kekse. Aber es steht halt zwischen denen, dass L halt den Verdacht hat, dass er Kira ist. Und es steht halt zwischen denen schon so ein bisschen. Die kloppen sich ja auch mal. Genau. Genau. Wo auf einmal El Caboera kann. Kamehameha. Kamehameha. Ja, und dann geht halt dieser... Oh, oh Mann, ich hasse das, dass immer Sachen umfallen. Das ist die Physik. Dum, 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 dum. Ich hab mich verdient. Ja, dann geht dieser ganze Yotsuba-Plot irgendwie voran. Okay. Ich weiß nicht genau. Noch wie wie können denn die final dann diesen... einen von den 8 als Killer identifizieren. Also ich weiß, dass einer der Punkte ist, dass du ja natürlich als Leser erstmal noch lange miträtseln kannst und Light kann dann, glaube ich, einen der 8 Leute ausschließen, wo er sagt, okay, der ist es höchstwahrscheinlich nicht und mit dem arbeitet dann die Ermittlungszentrale zusammen und dadurch können die dann irgendwie über 3 Ecken den eigentlichen... Die schleusen aber eben später auch einen von ihnen eigenen Polizisten mit ein. Ja, ne, die schleusen Lisa mit ein. Die arbeitet dann irgendwie für die ganze Zeit. Die machen irgendwie nachher so eine Geschäftsfeier. Wollen irgendwie. Genau, Matze da genau. Kommt da noch mit vor, wo der seinen Tod vortäuscht. Ja, wo dann mit der Matratze gefangen wird. Ja, genau. Damit, ja, ach, das sind so Kleinigkeiten. Aber irgendwie kommt die dann halt drauf, dass halt einer von denen das dann halt ist. Ja, Misa sitzt bei dem im Auto. Ja, genau, aber vorher wissen wir hey. Schon, dass er es wahrscheinlich ist. Ja, ja. Und also sie macht das von sich alleine, ne? Also das ist ihr praktisch ihr, dass sie... Ja, ja sie... Das ist ihr eigener Plan sozusagen. Aus, genau. Sie macht eben, also sie arbeitet zu dem Zeitpunkt halt schon für die Yotsuba Group, hat also einen guten Grund, um mit den Leuten sich halt eine Limousine zu teilen und sie fährt halt dann mit dem, der halt schon diesen Tatverdacht hat, mit dem fährt er in der Limousine und sagt irgendwie sowas wie, ja, ich finde, ja, es ganz ist von, gut. Genau, es ist von seiner Seite auch relativ klar, dass er die halt auch geil findet. Mhm. Er sagt das auch irgendwann sogar mal, aber halt auch sie kriegt das halt mit. Aha, Er findet mich ganz gut. Und meint dann so, ja, wenn mir ja einer beweisen könnte, dass er Kira ist, den würde ich sofort vernaschen. Ja. Sofort würde ich meinen 15-jährigen Körper um den rumschlängeln wie nichts Gutes. Da gibt's Fickety-Fick-Fick. Und dann beweist er ihr das halt, indem er halt, ich glaube, der holt auch wirklich einfach das Death Note raus, gut. Schreibt einen auf und ist der tot. So geht er. So kriegt man Mädels rum. Ja. Und ab da wissen sie es halt hundertprozentig, okay, das ist der genau. Typ, den wir suchen. Ich glaube, die sind zu dem Zeitpunkt halt schon so, dass die wissen, ja, der wird's wohl sein, aber dann wir brauchen Beweise. Und Misa einfach so, ja, ich find den einfach. Ja, dann habt ihr halt den Typ da am Haken und dann wird er halt auch relativ schnell geschnappt. Das ist dann halt es kommt dann halt wieder zu so einer schönen Szene, dass die verfolgen ihn halt. Er ist praktisch im Inbegriff, den zu entkommen, weil die halt nicht so viele Leute sind. Auf einmal ist die ganze Polizei wieder am Start. Die sich ja vorher gesagt haben, wir brauchen nicht mitbauen. Scheiße. Aber dann sind sie wieder da. Und dann ist im Prinzip, es gibt dann ja noch die Szene, der Typ mit dem Afro, ja. Der irgendwann sagt, der erste dabei ist im Team. Akatsuki. Ja, ich weiß es nicht mehr. Akatsuki. Der dann aber irgendwann halt so mit seiner Familie und so weiter sagt, nee, das ist mir hier zu brenzlig. Dann halt abhaut aus dem Team und dann aber die Polizei praktisch organisiert hat, dass sie dann doch dabei helfen, den vermeintlichen Kira zu stellen. Mhm. Ja, und das machen sie dann auch. Und wie ist es denn nochmal? Also ich weiß nur noch, Light hat das... Ja, die kommen im Hubschrauber reingeflogen. Genau, die kommen an, haben dann das Death Note. Das nehmen sie ihm halt ab. Er schaut mal rein, guckt mal so ein bisschen. Zuerst nimmt der Vater das in die Hand und sieht dann Ryok auf einmal. Ja. Und wissen schon, aha, shit, irgendwas ist hier jetzt auf einmal... Die scheiß Drogen. Wir haben was gefunden. Ja. Und dann nimmt L das in die Hand und er gibt es dann halt auch Light. Und in dem Moment weiß Light wieder alles. Da kommt diese super Szene im Mangel, die Doppelseite, und die ganzen Szenen von den früheren Kapiteln vorkommen. Und in dem Moment hast du halt auch wieder diesen bösen Kira-Light-Blick. Und er so, mein Plan ist aufgegangen. Und du weißt dann nach 2-3 Bänden, so in etwa könnte das sein, ne, wo Light halt wieder er selbst ist, also sein früheres Ich, nach all der Zeit weißt du halt, nee, der hatte von Anfang an einen Plan.
dann macht er seine Uhr auf, die so ein Geheimversteck hat, und da ist ein kleiner Zettel vom Death Note drin. Er piekt sich mit einer Nadel in den Arm, um Blut zu haben. Und da und schreibt mit dem Blut er den Namen von dem Typ auf. Genau. Da ist er wieder back in the game. Und da hat er dann nämlich auch schon was anderes da hat er aber hochgepokert mit Death Notes. Weil er ja sagt, ich wusste, dass ich auf jeden Fall meine Uhr tragen würde. Genau. Hätte ich mir auch mal runterfallen können, die Uhr. Dann wäre sie kaputt gewesen. Aber dann denken können, oh, ich will eine neue Uhr haben, ne? Shit. Ja, na gut, aber ich habe immer gedacht, ne, das macht schon Sinn, weil ich bin ja auch Uhrenträger. Und ich könnte auch sagen, ne, in 5 Jahren trage ich wahrscheinlich noch die gleiche Uhr. Ja, aber wir reden hier ja nicht von 5 Jahren, wir reden von irgendwie von ein paar 40 Monaten Tagen oder so. Wenn die, ja, 2 Monate aber, vielleicht. Und das haut schon hin, ja. Das ist so ein ganz cooler Twist in dem Moment. Ja. Da denkst du, oh, das ist ganz witzig. Und dann merkst du ja auch, ja, der Plan geht noch weiter. Und da hat er dann halt Light ein paar Death Notes im Wald verbuddelt und gibt dann auch Misa eins zurück. Und dann heißt es halt, ja, Misa, jetzt schreib mal auf. Und genau, dem ist Misa nimmt dann die Hauptarbeit sozusagen. Genau, und Misa hat aber dadurch, dass die halt auch das Besitzrecht am Death Note nicht mehr hat, das hat ihn ja damals auch aufgegeben, als er in Gefangenschaft war, hat er auch das Augenlicht verloren. Ist aber trotzdem um die Hälfte ihres Lebens da halt beraubt worden. Und jetzt ist das Ding, wenn sie wieder das Augenlicht des Todesgottes jetzt annimmt, um jetzt final L oder Ryusaki, wie sie ihn nennen, zu töten, würde sie schon wieder die Hälfte von ihrer jetzigen Lebenszeit verlieren. Nur noch die Hälfte. Genau, das kann ja dann sein, ja, wenn die mal 80 geworden wäre, würde sie jetzt halt nur noch 20 werden, also direkt tot oder was. Und das sagt halt Rem, die halt Misa wirklich liebt, ja, finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Und Rem opfert sich dann auf und macht den Final Blow und sagt, ja, ich hätte es schon lange beenden können, aber scheiß drauf, ich will halt nicht, dass Misa noch mehr Konsequenzen befürchten muss. Nur wegen diesem scheiß Leid. Und Leid drängt halt praktisch alles so in die Enge, dass halt dann Rem sich opfert, schreibt halt den Namen von Akari und L ins Buch. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema. Was ist halt so, genau. Dass ein Todesgott nicht praktisch jemanden retten darf mit seiner Fähigkeit. Die dürfen nur Leben verkürzen, aber nicht verlängern. Genau, und es war so, dass es einen Todesgott gab, der sich halt auch in Misa verliebt hat. Und sie wurde bedroht mit einer Waffe. Chalice, der Todesgott Chalice. Genau, und er schreibt dann halt einfach den Namen von dem Typ auf, damit Misa gerettet wird. Weil das ist ja das Schöne, das ist halt dieser Umkehrschluss. Die Todesgötter schreiben Namen auf, um ihre eigene Lebenszeit zu verlängern. Aber wenn sie jemandem praktisch Lebenszeit schenken, was sie ja tun, weil eigentlich wäre sie in diesem Moment gestorben. Naja, verlieren die halt ihre eigene Lebenszeit sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das gibt er die Lebenszeit an seine Lebenszeit an Misa ab? Nee. Ja, oder stirbt er halt? Ist das so? Ja, das ist so. Ja, und deswegen stirbt er halt. Also er gibt die... Danke, die Stimme aus dem Off. Echt? War das so? Danke, Publikum. Ich hab's gerade überlegt, weiß, aber... Ich kann mich an... Es ist auch nicht so schlimm, derartig dass ihre Lebenszeit... Weil sie relativ viel lebt, also sie wäre relativ alt nämlich dann geworden. Eigentlich. Okay, verspielt. Das, dann habe ich das nicht mehr. Macht sie nicht aber auch einfach nochmal den Deal sogar? Ja, sie macht den Deal nochmal, weil Rem ja dann aus dem Game raus ist und dann sagt halt, ja, mach jetzt aber trotzdem mal. Ich hätte das gerne. Es ist halt einfach so, dass er sagen kann, ja, wir müssen hier L loswerden, ansonsten kommen wir halt wieder in den Knast, früher oder später. Naja, und Rem sagt halt, ja okay, ich muss den jetzt umbringen, rettet dadurch Misa das Leben und verliert halt ihre eigene Lebenszeit. Und da fällt sie auf den Staub. Genau. Traurig. Ja, und dann ist dieser erste große Arc im Prinzip vorbei. Ja, er ist tot. Batari ist tot. Tot. Und naja, und dann hat man auf einmal wieder ganz neue Voraussetzungen, denn Light wird zum Leiter der Polizei, des Sondereinsatzkommandos, zum neuen L sozusagen, ernannt. Er nennt sich selbst zum neuen L, weil er ist der Einzige, der damit einverstanden ist, weil wir ja dann auch noch eine neue Instanz
kurz vor Ende des Arcs noch zu Gesicht bekommen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ist doch egal, Michel, lass uns doch einfach mal Spaß haben. Michel ist doof. Ja. Er trägt schon seine... Wir machen jetzt gleich den dritten Teil. Ja, Michel. Ja. Ich muss langsam aufs den Plan, den wir uns vor einer halben Stunde ausgedacht haben. Okay, lass uns doch noch ganz kurz zu Ende erzählen, wie der erste große Arc zu Ende geht. Aber ich muss doch aufpassen, dass du alles nur noch schlimmer. Guck mal, wir hätten schon lange das beenden können, wenn du nicht die ganze Zeit mit deiner Kacke anfängst. Okay, also, pass auf. Erzählen wir noch zu Ende, dann beenden wir diesen zweiten Teil. Ja, El stirbt, Watterich stirbt. Die wissen, ach scheiße, was ist hier los? Ah, alle schieben Panik. Die sehen ja die Todesgötter auch. Haben sie Rem eigentlich auch gesehen? Ja. Nee. Ja. Oder sie haben nur Rem gesehen. Ryok haben sie nicht gesehen, oder? Wie ist denn das nochmal? Ja, Rem haben die gesehen, genau. Und Ryok haben sie nicht gesehen. Ja, weil Quest kommt erst später mit genau. Ryok. Ja. Naja, ziehen dann halt auch, sie haben auf einmal diese neuen Regeln, die Light ja selber hinzugefügt hat, wie mit nach 13 genau. Tagen stirbt man, wenn man es nicht wieder was einträgt, hier und da, bla bla bla. Und welche Institution wird noch eingesetzt? Ja, an der, du hast ja, ich weiß gar nicht, hast du das gerade so richtig klar gemacht, also die Ermittlungszentrale hat halt ein Death Note jetzt im eigenen Besitz. Aber die wissen halt auch, ja, da ist immer noch ein Vierer draußen. Ja. Und wir wissen, ja, okay, wir sollten jetzt fangen, aber du hast ja halt doch wirklich so diesen Arc beendet mit Leid hat die Oberhand und er kann es jetzt ruhig angehen lassen. Und du denkst, ja, okay, für ihn ist das Ding jetzt eigentlich perfekt gelaufen. Er hat sein Traumbuch, er wollte ja vorher schon auch zur Polizei gehen, bevor er halt diese ganze Death Note-Sache am Hacken hatte. Und jetzt ist er bei der Polizei und kann sich sozusagen selbst sein perfektes Kartendeck zusammenstellen. Und er hat ja im Prinzip jetzt die ultimative Macht. Genau, er hat Exodia auf der Hand, denkt man. Aber da hat jemand die Anti-Exodia auf der Hand. Das ist nämlich das Wemmy-Haus irgendwo in Großbritannien oder was. Da wird nämlich am Ende des Arcs, am Ende dieser Zeitebene von 2004... Das Ding ist noch wichtig... Watari löscht die ganzen Daten, die auf PCs hatten. Also alles, was irgendwie so, dass die davon auch nichts mitkriegen von diesem Haus und ja, von denen. Genau, ja, das stimmt, das ist wichtig. Und dann erfährst du halt, ja, okay, L war halt eigentlich nur einer von vielen, die da ausgebildet wurden in diesem Wemmy-Haus und Watari war halt auch einer der Wataris dieses Wemmy-Hauses sozusagen oder beziehungsweise einer der Vorsitzenden dieser Detektiv-Butler. Und da ist noch ein bisschen was am Start. Und da kommen halt direkt zwei Nachfolger für L. Mhm. Und die werden schon eingeführt, Nier und Mellow. Es ist halt so, das sind halt hochbegabte Kinder, die da extra abgerichtet werden, sozusagen Superdetektiv. Die werden zum Superdetektiv ausgebildet und du weißt halt zu dem Moment noch nicht, sind die genauso gut wie L, die sehen halt auch so ähnlich aus wie L. Und du hast schon das Gefühl, L war ja auch so ein leichter Autist, ist noch gar nicht groß auf L eingegangen. Aber du hast halt direkt vom ersten Augenblick an das Gefühl, die sind halt auch wieder solche wie L. Und das Spiel beginnt von vorn. Ja. Aber da könnte im Prinzip auch die Geschichte vorbei sein. Du weißt, es ist halt so ein Never-Ending Circle. Es ist im Prinzip so König der Löwen mäßig. Jetzt geht's von vorn los. Und ich glaube, der Anime hört da ja auch auf, oder? Nee, der geht zu Ende. Es kann sein, dass die erste Staffel ist dazu. Dann ist es so, ja. Genau, ich glaube halt auch, der Film hört da auf irgendwie so und da hast du halt wirklich ein schönes, rundes Ende. Und im Prinzip ist das jetzt auch der Ende des zweiten Teils unseres Nurture-Podcasts zum Thema Death Note, denn der Akku der Kamera ist auch gleich alle. Liebe Zuhörer, wir hören uns wieder in bald. Nächstes Jahr. Michael geht jetzt auf Toilette, sich hart ausscheißen. Den ganzen Körper leer kacken. Und dann geht's für uns gleich weiter, für euch nur nächste Woche wahrscheinlich. Und bis dahin, guckt euch doch nochmal alle Death Note an. Okay, und tschüss. Tschüss.